heute bereite ich Zitronenlimonade mit euch vor, mit diesen schönen Zitronen. Ja, und dann nehme ich euch jetzt mit. Ja, die Zitronen habe ich jetzt heiß abgewaschen und habe die schadhaften Stellen weggeschnitten und einfach halbiert. So seht ihr das jetzt hier. Und dann gebe ich das einfach so, wie das jetzt so ist, in den Thermomix. So. Ich habe die Kerne noch entfernt und gebe das einfach jetzt hier so hinein. Dann kommt jetzt noch Wasser dazu. So, ich habe schon Wasser reingegeben gehabt. Jetzt kommt noch Zucker dazu. Da kann schon einiges rein. Also das Rezept stammt aus dem Cookidoo. Und ja, hier steht jetzt 100 Gramm Zucker. Ich gebe aber immer so 50 Gramm. Das reicht mir persönlich. So, dann einfach nur noch den Deckel drauf. Und dann wird es jetzt zerkleinert. Und dann noch einfach und dann noch mal Wasser, und das ist zu wenig, und dann ist es schon fertig. So, dann kommt jetzt hier noch mal einen halben Liter Wasser. Also insgesamt ist es 1 Liter. So, nun nehme ich hier dieses Garkörbchen, hänge das hier ein. So, muss langsam reingeben. Und dann fülle ich das Ganze um in eine Karaffe. So, einfach festhalten und hier reinfüllen. Und da hat man im Sommer ein herrlich erfrischendes Getränk. Und das war's dann auch schon. Fertig. Ja, ist jetzt gerade eine Kinderkaraffe. Ich habe noch eine schönere, die ist aber jetzt im Keller. Ja, aber auf jeden Fall, es kommt ja auf das Ergebnis drauf an, auf eine schöne Zitronenlimonade. Und ja. Kaum hat man geguckt, ist es schon weggetrunken. So lecker ist sie. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.